Hallo Freunde, heute geht es um was ganz Besonderes, denn ich habe mir etwas Cooles bestellt. Schaut mal, tada! Was ist das denn? Sind das etwa Neodym-Magnete? Oh ja. Schauen wir uns die mal an. Neodym-Magnete sind ziemlich starke Magnete, auch wenn die hier ziemlich klein aussehen. Das sind ja bestimmt über 1000 Stück. Man kann damit ja ein paar Figuren oder ähnliches herstellen. Also, ich finde, es war eine ziemlich coole Bestellung, Lucky. Damit werden wir schon unseren Spaß haben, denke ich mal. Kannst du mir daraus eine Kette machen? Eine Fahrradkette? Nein, eine Gangsterkette, wie die Rapper eine haben. Na klar kann ich dir eine Gangsterkette machen. Oh, das ist gut. Ich meinte, cool. So, dann werde ich mal anfangen, die Kette zu machen. Es wird eine Doppelmagnetkette werden. Ach, und übrigens, ich habe ja noch ein kleines Paket bekommen. Wollen wir mal schauen, was sich da im Inneren befindet. Aha, es ist mein John Wick aus dem Spiel Fortnite. Den konnte man in Battle Pass 3 freispielen. Es ist ein legendärer Skin. John Wick, und über den gibt es Film. Um genau zu sein, schon bereits 2 Teile. Holen wir den mal raus. So, da steht er. Schöne Lackschuhen und einen grauen Smokinganzug. Schick, schick. Und natürlich die schallgedämpfte Pistole in seiner rechten Hand. So, so, das ist also der gefährliche John Wick, hm? Ja, das ist er. Hey, bist du gefährlich? Das sieht nicht so aus, haha. Hey, du da. Oi, der schießt auf mich. Ah, schnell weg hier. Na, solange die beiden deren Sachen da momentan am Klären sind, kann ich ja die Kette fertig machen. Ich möchte eine Doppelmagnetkette machen und da kommt noch was dazu. Solche Magnete sind schon ziemlich cool. Es ist eine Art Anti-Stress-Spielzeug und wenn man etwas kreativ ist, kann man damit etwas bauen. Wenn ihr wollt, dass ich etwas baue, ein Haus oder ein Auto oder so, könnt ihr es gerne mal in die Kommentare schreiben. Puh, ich habe den abgehängt. Zum Glück hat er ganz kurze Beine und ist langsam. Ist die Gangsterkette schon fertig? Ja, ist die. Komm, ich zeig sie dir. So. Naja, irgendwas passt da noch nicht so sehr. Ja, ich mache es gleich besser. Ach, lass es. Ich mache es selber. Na, und wie gefällt dir das, hm? Sieht cool aus. Ah, der verrückte John Wick. Scheint so, als hätten die noch nicht alle Probleme geklärt. Sollen die es mal klären, währenddessen mache ich ein paar Anhänger für Lucky, seine Gangsterkette. Soll er sich dann einen Anhänger von diesen vielen aussuchen. So, Freunde, ich habe ein paar gemacht. Ihr könnt euch die gerne mal anschauen und in die Kommentare schreiben, welcher Anhänger am allermeisten zu Lucky Bear passt. Also, ich habe eins ausgesucht. Und, welches? Das da gefällt mir ziemlich gut. Ach komm, ich mache es mal dran. Okay, dann kommt das da mal hin. Oh, danke. Ich denke, ich bin jetzt ein richtiger Lucky Gangsterbär. Ah, der Psychopath schon wieder. So schnell weg hier. Puh, ich denke, ich habe ihn abgeschüttelt. Der Anhänger muss aber andersrum. Ja, ja, ich weiß. Er hat Anziehungskraft, macht es so. Warte mal, zeig dich doch mal wenigstens. Ist dir die Gangster-Magnetkette nicht zu schwer? Oh doch, und wie die zu schwer ist. Aber wer cool sein will, muss leiden. Na, das sagst du was. So, alle anderen Anhänger kommen auch drauf, damit du noch cooler bist. Okay. Ah, John Wick schon wieder. Bye bye. Ja, ich habe das Gefühl, John Wick hat auf die Kette von Lucky Bear abgesehen. Ich werde damit noch meinen Spaß haben und der Link davon ist in der Beschreibung und von John Wick ist auch der Link in der Beschreibung. Nein, und du hast gar kein Zimmer. Oh. Welchen soll ich bloß nehmen, ha? Diesen? Oder vielleicht doch den da, ha? Die sehen alle so stark aus, aber ich denke, ich nehme den besten. Du schummelst doch, ich kann es riechen. Na, machen wir mal das Teil auf. Hier so ein kleiner Schnitt. Aha. So viel Folie immer drumherum. Hey, du brauchst heute aber lange. Komm, mach schneller. Bleib mal ruhig, die Kaugummis sind nicht für dich, ja? Haha, und wie die Kaugummis für mich sind. Los, mach schneller.
So, der Deckel kommt weg. Und die muss man da doch irgendwie rausholen können. Na, komm schon. Na endlich, meine Kaugummis. Oh, ihr Süßen, zuerst esse ich die roten, danach die blauen und die gelben aber auch. So, und der Deckel kommt wieder drauf. Hey, was soll das? Wie soll ich die jetzt rausholen, ah? Na Lucky, erinnerst du dich noch an diese Spielzeuge? Ja, wieso? Heute machen wir eine Challenge. Du willst Kaugummis, dann musst du die verdienen. Verdienen? Ich muss doch nicht mein Zimmer aufräumen, oder? Nein, und du hast gar kein Zimmer. Oh. Wir werden mit denen schießen und wer besser schießt, bekommt auch die Kaugummis. Aha, interessant. Also, ich denke irgendwie, dass ich gewinnen werde. Ich kann gut ziehen und sehr gut schießen und ich liebe Kaugummis. Ach ja, und du hast noch ein Paket bekommen. Da müssten noch so welche drin sein. Wir holen die mal raus. Schau mal, in der ersten Tüte sind 3 weiße Kugeln. Und der Zombie ist irgendwie etwas anders als die anderen. Er ist ziemlich dick. Das hier ist eine Schießpflanze. Da kommt die Kugel rein. Und dann muss man der auf die Mütze drücken, damit die schießt. Peng! Na, klingt doch super. Mittlerweile haben wir 3 davon. Einmal die braune hier mit braunen Kugeln und eine grüne Pflanze mit grünen Kugeln. Diese gefällt mir ziemlich gut. Schauen wir mal, was in der nächsten Tüte drin ist. So, da sind diesmal wieder 3 Kugeln, aber in der Farbe blau. Irgendwann mal haben wir alle Farben zusammen und diesmal ist auch wieder ein schlanker Zombie dabei. Ich finde seine Füße ziemlich lustig. Er steht so komisch. Ich steck mal eine Kugel da rein. So. Hey, wieso hast du eine braune reingesteckt? Na, damit du was zu fragen hast, Lucky. Ach so, dieser ist bestimmt der Beste. Den nehme ich mal. So, Freunde, das hier ist unsere Auswahl. Welche von denen hättet ihr genommen? Die 1, 2, 3 oder doch die Nummer 4, die grüne Pflanze? Schreibt doch in die Kommentare. Ich habe bei denen einfach 3 Kugeln immer hingelegt, ohne auf die Farbe zu achten. Denn ich möchte Lucky ärgern. So. Na, Lucky, komm, such dir eins aus. Welchen soll ich bloß nehmen, ha? Diesen? Oder vielleicht doch den da, ha? Die sehen alle so stark aus, aber ich denke, ich nehme den besten. Und zwar den ersten, ha? Okay, welchen soll ich bloß nehmen? Vielleicht den dritten da hinten, ha? Der gefällt mir, ja, ich nehme den. Aber ich nehme ihn mit den blauen Kugeln. Das wird gut. Hey, du Schummler, wieso nimmst du andere Kugeln? Na, ist doch bloß andere Farbe. Du schummelst doch, ich kann es riechen. Ach, denk, was du willst. Hey, bleib stehen. Also, Freunde, das hier ist meine Auswahl. Ich denke, ich habe die richtige Auswahl getroffen. 3-mal schießen und dann gehören alle Kaugummis mir. Und da ist Lucky seine Auswahl. Hey, Lucky, was soll das? Wieso hast du Kugeln in verschiedenen Farben? Und wieso hast du 6 Kugeln? Naja, es sind 7 Kugeln. Kannst du nicht zählen, ha? Und außerdem, ich mache die Regeln, wie die mir passen, klar? Denn ich muss ja die Kaugummis gewinnen, denn die wollen selber, dass ich die gewinne. Verstehst du das etwa nicht? Nein, ich verstehe das nicht. So, 3 gegen 3. Hier sind unsere Ziele. Diese müssen wir alle umkippen. Es sind kleine Zielfässer, die man eigentlich leicht umkippen kann. Naja, falls man trifft, ja? Da stehen verschiedene Punktzahlen, 25 und 50, aber die spielen heute mal keine Rolle. Eben schnell eine Pyramide aufbauen. Wow, das ging ja schnell. Das sieht ja leichter aus, als ich dachte. Echt? Jumanji, ein Tipp von mir. Versuche die oberste zu treffen, okay? Nein, nicht okay. Also, ich lade die mal auf. So. Und jetzt ganz einfach zielen und... Wow. Das sieht ja sehr, sehr gut aus. Es sind nur 4 Stück stehen geblieben. Also, das gefällt mir. Ich denke, ich habe den ersten Schuss so gut wie gewonnen. Die Ziele stehen wieder und jetzt ist Lucky dran. Welche Kugel darf es denn sein, Mr. Bear? Ich nehme die braune. Die sieht schwer aus. Gut, also die braune. Die kommt da jetzt rein. Was meint ihr, Freunde? Kann Lucky mehr umhauen als ich? Ich denke eher nicht. Okay, also einmal zielen. Aha. Naja, also wie es aussieht, hast du nur 2 umgestoßen. Also habe ich gewonnen. Niemals. Hey, was soll das denn? Was? Bist du sauer, weil ich mehr umgestoßen habe als du? Du bist ein Schummler. Ich habe gewonnen, klar? Ich habe gewonnen, klar? Na gut, es wird mal Zeit, mein Kaugummi da rauszuholen. Nein, mein Kaugummi. Lucky, du hast geschummelt. Du bist ein Verlierer, ja?
Na und? Denkst du, die Kaugummis wollen, dass du die isst? Hm? Ja, das denke ich. Das Teil hier so drehen. So. Ah, da ist ja mein Kaugummi. Ich will eine Revanche haben. Komm, gib mir noch eine Chance. Okay, Lucky. Du bekommst sogar diesen Bonbon und du bekommst eine neue Chance. Aber diesmal ohne Schummeln, klar? Klar. Also Freunde, bis zum nächsten Mal. Dann könnt ihr zuschauen, wie ich Lucky wieder fertig mache. Bye, bye.